Hallo ihr Lieben. Weil ich zu diesem Thema, was ich jetzt machen werde, ohne Internet natürlich keine vernünftigen Bilder suchen kann, habe ich hier meinen neuen Standard-Laberkorb. Also, das heutige Thema sind Ausreden. Ausreden sind eine ganz dolle Sache, liebe Kinder. Und nur damit ihr es wisst, ich rede jetzt nicht von Ausreden wie, ja, aber ich musste ihn ja schießen, er kam direkt auf mich zugesprungen mit dem Messer in der Hand. Oder von Sachen wie, ich konnte die Hausaufgaben nicht machen, der Hundert Siege fressen. Nein, ich rede von großen Ausreden. Ausreden wie, ja, aber der Osama hat zwei Flugzeuge in meine Gebäude geflogen, da darf ich ja auch tausende von seinen Leuten töten. Oder dieses, ja, die Japaner haben ja unsere Militärstation angegriffen, da dürfen wir auch zwei von den Städten atomisieren. Die neueste Lieblingsausrede der Welt ist die Ausrede der Türkei. Eine verirrte Granate hat vier Leute getötet. Jetzt dürfen wir da alle umbringen. Das Schöne ist, in der Öffentlichkeit werden all diese Ausreden akzeptiert, solange sie groß genug sind. Auch wenn es absolut blödsinnig ist. Überlegt mal. Die Türkei ist das Nachbarland von Syrien. Durch dieses Nachbarland von Syrien werden Waffen an die Rebellen geliefert. Und ja, liebe Kinder, die haben Waffen geliefert bekommen. Ich kenne keinen normalen Menschen, nicht einen, der zu Hause Raketenwerfer und Panzer rumstehen hat. Die musste ihn irgendwer gebracht haben. Punkt. Nachdem wir das jetzt abgeschlossen haben. Durch dieses Land wurden Waffen geliefert. Es ist die Grenze. An den Grenzen gibt es auch Kämpfe. Und es sind vier Opfer. Vier. Ich bin jetzt mit dem Politischen nicht so ganz vertraut, vor allem nicht da unten in der Ecke. Aber warum rechtfertigen vier Tote einen Großangriff auf mehrere Stationen? Ich verstehe es nicht. Dasselbe auch bei Pearl Harbor. Die Amerikaner wussten, die Japaner ziehen in den Krieg. Und was machen sie? Sie stellen eine Militärstation genau vor die Japaner hin. Was haben die gedacht, dass die Japaner sagen, hey, cool, Feinde, die lassen wir mal genauso in Ruhe, wie die da stehen. Dass die Japaner angreifen, war natürlich. Nur um das jetzt. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt für wahnsinnig halten, aber ich packe das Ganze mal ein bisschen um auf irgendwas Kleineres. Sagen wir mal, der kleine Hans. Da kommt ein Nachbar. Sagen wir mal, der kleine Hans hat einen Keks geklaut. Normale Eltern würden sagen, du bist ein kleines Arschloch, mach das nie wieder und es gibt eine gewatscht. Wenn jetzt die Türkei oder die USA der Vater vom kleinen Hans wären, dann würden Hans Arme und Beine abgesägt werden und er würde in eine Löwengrube geworfen werden. Ja, ihr haltet mich für wahnsinnig, habe euch gewarnt, aber ohne Flachs mal. Wie kann man ein paar tausend tote Soldaten benutzen, um zwei Atombomben zu rechtfertigen? Wie kann man vier tote Zivilisten nutzen, um es zu rechtfertigen, dass man mehrere Positionen mit Raketenwerfern platt macht? Das ist nicht mal mehr Auge um Auge. Das wäre so, als wenn ich am Rand vom Raucherbereich stehe und ein bisschen Rauch bläst drüber, ich hole meine Axt und bringe den Raucher um. Jedes normale Gericht der Welt würde sagen, du bist ein Psychopath, du kommst in die Klapse. Die USA lässt sich hochfeiern. Wobei man allerdings wieder sagen muss, liebe Kinder, wenn ihr jetzt Diktator werden wollt, um ein kleines eigenes Weltreich aufzubauen, passt auf. Der Adolf hat das auch versucht. Der hat gesagt, an den Grenzen haben die Polen geschossen. Also dürfen wir jetzt die ganze Welt erobern. Das klappt nicht. Ihr müsst auch schon gewinnen dafür. Also, Kinder. Um das Ganze abzukürzen, wenn ihr Diktator eures kleinen eigenen Staates werden wollt, benutzt diese Ausreden, aber geht sicher, dass ihr gewinnen könnt.
Bis denn, ciao.